Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder, ihr seht es im Hintergrund von der Schellenberg gerade. Ich lasse sie gerade noch kurz durchladen und an der Stelle, ja, entschuldigen möchte ich mich gerne. Da, ich kann ja nichts dafür. Aber es tut mir leid, ich bin momentan massiv erkältet. Ich schleppe schon seit, keine Ahnung, 6 Wochen den Schnupfen mit mir rum und es wird einfach nicht besser. Aber ich hoffe, irgendwann hört es auf und ich kann wieder in die alte Spur kommen. Deswegen, ich nutze heute die, ja, die Stunde, wo mal meine Nase frei ist, um hier nicht so ganz so näseln ein Video für euch zu machen. Ein kleines Update-Video. Ne? Der Vorteil ist, wenn man krank ist, man kann ein bisschen mappen. Das Ganze werden wir wieder Stück für Stück durchgehen, euch so ein bisschen updaten. Vielleicht wird das eine oder andere doppelt angesprochen, aber ich verspreche euch, es gibt auch neue Dinge zu sehen. Also, Landhandel-Agrarfachmarkt. Ne? Waschen haben wir hier drin. Wir haben hier selber aufladen, Schüttgut. Das haben wir schon durchgesprochen, das weiß ich. Tankstelle, beides haben unterschiedliche Öffnungszeiten. So, was ist hinzugekommen? Verkehr haben wir dazu genommen. Wir haben ja, die Verkehrsschilder weiterhin aufgebaut, sozusagen die Infrastruktur. Den Holzhandel habe ich definitiv euch schon gezeigt. Dann haben wir ja hier den Viehhandel, sowohl als bespielbaren Hof, als auch Viehhandel und Verkaufsstation hier an der Rückseite. Wir haben alle Felder definiert. Wir haben alle Farmlands definiert, was für die Felder zuständig ist. Ich habe schon alles gecleant, also es ist nicht mehr irgendwo was Braunes zu sehen. Das ist aktuell der Stand von dem Bereich hier. Dann gehen wir mal rüber. Und da wird es jetzt langsam, aber sicher interessant. Die erste Neuigkeit, die ich vollendet habe sozusagen. Ja, irgendwas fällt immer auf, wo man noch ein bisschen Hand anlegen muss, aber das tut nichts zur Sache. Und zwar schalte ich mal da dazu. Erstmal so ein bisschen in die Nacht rein. Machen wir mal so 20 Uhr. Dass es ein bisschen dunkel wird. Und ihr seht, ui, da ist irgendwas. Und zwar war das wieder eine Idee von euch, die ich sehr, sehr gerne mit aufgenommen habe. Und zwar das Waldseestüble. Ne? Öffnungszeiten natürlich wieder, wie immer, zum Abkotzen. Aber es muss einfach sein. Wir gehen hier entlang zum Waldseestüble. Und ich weiß, die Aufnahme ist jetzt relativ dunkel für euch. Ich möchte euch nur zeigen, dass ihr den Weg halt auch findet anhand von der Beleuchtung. Da wollte ich einfach so ein bisschen Stimmung reinbringen in das Ganze, weil ich finde, so ein abgelegenes Restaurant, das muss natürlich sich irgendwie aufmerksam machen durch Licht. Und da fand ich das hier eigentlich ganz nett. Klar, ihr fahrt hier mit dem Schlepper durch, mit Licht und so weiter, aber es trägt so Stimmung bei, gerade wenn man dann hier so steht, das ist schon schön. So. Wir haben jetzt hier die Zeit übersprungen, beziehungsweise mit Easy Dev gehandhabt. Ich rate euch davon ab, weil ihr seht, das bringt die Zeiten durcheinander und da kommt es immer so ein bisschen zum Struggle. So, das mal soweit. Wir gucken noch ganz kurz hier runter. Das ist so ein kleines Restaurant am See gelegen. Ich glaube, das ist ganz gut. Also, für meine Verhältnisse passt. Gehen wir so mal dem Ganzen voran. So, dann machen wir mal ganz kurz wieder ein bisschen Tag. Damit wir hier weitermachen können. Also, wir haben hier das Waldseestüble. Gedacht ist es so, dass sie ihren eigenen Saft produzieren. Egal, ob jetzt Apfelsaft und so weiter. Und vermarkten das sozusagen hier in ihrem Restaurant mit dem Seeblick unten. Wir haben hier einen kleinen Spaziergang außenrum. Da sieht man ja schon den einen oder anderen noch laufen. Und so weiter und so fort. Heißt also, wir haben hier eine Produktion, so wie man es kennt, auf der Galgenberg. Hier wird dann noch reinkommen, Erdbeeren und was weiß ich. Das, was halt Standard erstmal funktioniert. Karotten und so weiter werde ich nicht mit reinnehmen, weil ihr braucht ja das DLC dazu. Und ich möchte euch nicht dazu nötigen, das Ganze zu kaufen. Ich finde, das muss jeder immer selber entscheiden. Da ja, distanziere ich mich sozusagen, euch da irgendwie in die Ecke zu drängen. Ich kann es nicht reinschreiben, weil wenn ihr jetzt das DLC zum Beispiel nicht habt, kriege ich einen Fehler in die Log. Deswegen lasse ich das erstmal Standard. Na, im Großen und Ganzen ist es ja Jacke wie Hose.
Gut, soweit zu dem. Hat also wieder eine kleine Idee von der Community hier ihren Platz gefunden. Wir haben hier auch diverse Unterstände auf der Karte, hier und da. Hier sehe ich gerade, da muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Die Feldbegrenzung, ne, sieht nun so aus, dass ihr irgendwelche Boller und so weiter immer dazwischen habt, dass es so relativ offen wie möglich ist. So, also, wir haben zwei Punkte. Ihr seht hier die Wellenform. Wellenform ist soweit okay. Es darf nur nicht ein harter Kante drin sein, weil sonst habe ich ein Problem mit dem Bearbeiten. Und dann hier noch ab und zu mal so drüber fahren. Das wird so eine kleine Fleißaufgabe noch werden. Da, sowas hier, das wird unspielbar sein. Da muss ich noch drüber kletten. Gut, Solarpark haben wir, glaube ich, auch schon angeguckt. Maprand, den Maprand möchte ich relativ offen lassen. Dass man so den Blick in die Weite schweifen lassen kann. Man sieht so ein bisschen die Felder, ne, wenn ich jetzt hier fahre und so weiter, dass man da was sieht. Ich möchte da nicht einfach eine Wand durchziehen. Das ist nicht meins. Und ich glaube, man kann es so nehmen, wie es ist. Es ist halt Maprand. Ne? Ich habe jetzt keine Lust gehabt, eine Vierfach draus zu machen, vom Gelände her, damit ich trotzdem die Standardgröße bauen kann, weil die Karte soll für alle kommen. So, dann gehen wir rein Richtung Michelberg. Da sehe ich gerade, da muss ich noch nachjustieren. Michelberg, die BGA. Ein Unterstand, eine Waage, das Übliche, nichts Spektakuläres. Die Leute haben schon gefragt, kann man die nicht abreißen und drei Einzelne machen? Ihr dürft alles machen. Ich sag euch bloß gleich, hier hinten wird eine Plane liegen, die ihr nicht wegkriegt. Okay. Gut. Das Problem ist, ihr habt hier diese Ausrichtung und wenn ihr diese Längs-Ding nehmt, die brauchen halt ewig viel Platz nach hinten raus. Feel free, tobt euch aus. Ich mache das, na klar, in erster Linie so, wie es mir gefällt. Deswegen an der Stelle braucht ihr das gar nicht reinschreiben, dass ich da irgendwas anderes hinbaue. Ne? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ja, ja. Ja, und dann ein bisschen Verkehrssituation. Ja, wo er immer wieder... Oh, warum baut er das immer so blöd hin? Ja, weil es halt in Real auch so ist. Da parkt man mal ganz kurz auf die Schnelle hin und dann ist gut. So, also hier habe ich auf jeden Fall noch Fleißaufgabe. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hof Schellenberg. Waren wir zu Besuch. Grüße gehen raus an Michi. Wir sind schon fleißig dabei, beziehungsweise der Barney ist natürlich der Schirmherr sozusagen der Gebäude. Ich kann euch sagen, das wird geil. Also ich habe schon richtig Bock, das zu platzieren, was ich da gesehen habe. Uiuiuiui. Ich glaube, wenn der Barney mal soweit ist, ich glaube, wir machen da ein vollständiges Video, vielleicht auch uncut, mal gucken, vielleicht auch Speedbuilding, damit ich euch mal zeige, wie ich das Ganze mache, wenn wir so einen kompletten Hof aufbauen. Dann haben wir hier den Maprand, ziehe ich nach hinten durch sozusagen. Ich mache hier dann die Warnsignale hin, Achtung, Ende. Ich will da gar kein Eck drum machen. Wir wissen alle, Maprand ist doof. Aber es ist nun mal so und ich wollte es hier nicht unnötig ins Leere laufen lassen. Deswegen, Regel Nummer 1, nehmt einfach nicht die Felder, mein Brand. Okay, dann gehen wir mal weiter. Was hat sich noch verändert? Und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Wie gesagt, ihr werdet da zum Beispiel, da kommt auch noch was hin, solche Platzhalter haben, wo ihr die Hallen nehmen könnt. Wenn ich hingehe, ne, geht nicht. Ihr müsst das Gelände dann kaufen, sobald ich die Farmlands da dazu definiert habe. Könnt ihr das zum Beispiel als Unterstand verwenden. Ich fand es eigentlich ganz nett, so ein bisschen hinten drin. Ne, wird nicht mehr so genutzt. Könnt zum Beispiel hier der Schellenbergbauer hier sein Zeug noch unterstellen. Falls nicht reicht. Was ich nicht glaube. Gut. Gehen wir mal weiter. Geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut. Dann ziehen wir mal gleich hier auch nach oben durch.
Was sehen wir da? Wir sehen Apfelbäume. Ich habe hier mal angefangen zu testen. Es wird eine kleine Veränderung geben im Verhältnis zum zu Galgenberg. Und zwar seht ihr nur einen Trigger, aber drei Bäume. Jetzt wird es mein Plan so sein. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Muss ich mal testen. Wir haben Wasser aufgefüllt. Und wir können keinen Mist abladen. Okay. Ich wollte nämlich ganz kurz, kommt das Testen, ganz kurz gemeinsam. Mein Plan wäre nämlich, dass wir, ja, so zum Minimum, Entschuldigung, Minimum einen Trigger für drei Bäume nehmen, damit wir nicht unnötig Platz verschwenden für die Produktionen. Ich weiß, genauso wie More Trees oder mehr Tiergehege gibt es auch eine Mod für mehr Produktionen. Aber bitte denkt immer dran, die Consoleros haben so etwas nicht. So, jetzt können wir doch hier bestimmt ein bisschen Mist reinpacken. So. Und in der Hoffnung, dass es schon alles funktioniert, fahren wir mal hier hin. Und dann können wir den Mist abladen. Und dann gucken wir mal, ob da bei den anderen Bäumen auch schon was hochkommt. Nein, es kommt nur bei einem hoch. Okay, also mein Plan wäre nämlich, dass wenn die hier abladet, hier die Dinge auch hochkommen. Muss ich nur noch einstellen. Ich glaube, da habe ich keins definiert. Nein. Also könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch reicht, wenn einer hochkommt oder ob dann alle drei hochkommen. Aber ansonsten finde ich das, glaube ich, ganz gut. Man hat wieder ein bisschen Mikromanagement, aber nicht ganz so extrem. Und wir engen uns nicht von der Produktionsanzahl irgendwie ein. Gut, dann gehen wir weiter. Die Frage sind natürlich auch immer wieder, gibt es Weiden? Und ja, tatsächlich gibt es in dieser Map endlich mal Weiden. Man glaube es kaum. So, und zwar habe ich das so gestaltet, dass ihr hier den Zaun wegmachen müsst. Dann könnt ihr hier rein und könnt eure Viechers abladen. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Forsen mit rein. So. Dann haben wir hier den Wassertrigger. Und den Futtertrigger. Futtertrigger, warum? Auch hier wieder bitte über den Tellerrand hinausschauen. Ganz, ganz wichtig. Consoleros haben zum Beispiel nicht dieses Animal Grazing. Bedeutet, die brauchen ja trotzdem Futter. Somit muss ich denen auch einen Futtertrigger bereitstellen. Was ich noch rausnehmen werde vermutlich ist die Milch, weil ich glaube nicht, dass hier oben auf der Weide gemolken wird. Aber was passiert, wenn wir um 9 Uhr vorspulen, und das ist leider Gottes immer am ersten Tag, schaltet die Weide um. Und wenn wir uns dann das Ganze hier in der Übersicht anschauen, seht ihr, wir haben Animal Grazing drin. Ihr braucht also die Mod Animal Grazing nur für PC, dann fressen eure Viecher von der Weide runter. Ihr braucht keinen Mist abholen und so weiter. Es dient rein als Weide. Okay? Wenn ihr irgendwo Fragen habt, ne? Einfach melden. Dann macht er hier wieder zu. Da ist der Trigger irgendwo. Das dauert, glaube ich, ein bisschen. Vielleicht muss ich da die Zeit noch einstellen. Genau. Ja, man muss ja langsam durch einen Stacheldrahtzaun. Könnte ja wehtun. Hier muss ich mal gucken. Hier ist noch irgendeine Clear Area, glaube ich, drin. Die darf da nicht hin. Okay. Was haben wir sonst noch? Gehen wir mal weiter Richtung Osten ist es, glaube ich. Wie gesagt, die Felder sind soweit alle fertig. Wir haben jetzt hier in diesem Bereich, beziehungsweise in allen Bereichen, habe ich so gut es geht, die Felddefinitionen so gestaltet, wie sie auch in real sind. Bedeutet, in diesem Bereich haben wir sehr, sehr viel Grünland. Also da dürft ihr euch nicht dran stören. Drüben ist es ein bisschen weniger, aber hier oben haben wir sehr viel Grünland. Und genau so habe ich das auch wie Google Maps eingestellt, damit hier wirklich nur, also nicht nur, aber den größten Teil Grünland ist. Dann habt ihr auch hier eine Weide. Ihr habt hier drüben wieder so einen Unterstand. Die könnt ihr euch dann alle kaufen. Ne? Gezielt kaufen, so wie ihr Bock dazu habt. Ich hoffe, dass ich vergesse nichts. Ansonsten einfach mal in die Kommentare eure Fragen stellen. Dann sind wir in Mittes Haus. In Mittes Haus gibt es auch was Neues. Beim Landhandel. Klar, die Waage, die ist nun aktiv. Und wir haben hier eine kleine Produktionsstätte. Und zwar im Singleplayer ist es relativ simpel. Ihr könnt euch die kaufen. Ich werde ein kleines
Nein, kein Farmland definieren. Ihr könnt die hier kaufen. Für 5000 Euro. Wenn ihr Multiplayer seid, der Erste, wo die kauft, kann ja dann die Lohnrechte oder so, das seid ihr die Spezialisten, den anderen verteilen, dann könnt ihr hier auch drauf zugreifen. Bedeutet, ihr seht, hier ist irgendwas zum Abholen. Trigger einschalten am ersten Tag, ne, wenn er beginnt, am besten. Dann seht ihr hier ein Ausrufezeichen. Mit F1 hilft es auch ganz oft gut mit. Trigger aktivieren. Dann macht ihr hier das Ding auf. So, was können wir jetzt hier machen? Wir brauchen Hackschnitzel für unseren Hof. Ihr könnt sie entweder kaufen beim Holzhändler oder ihr produziert sie selber. Irgendwas müsst ihr machen, entweder mobil oder nicht mobil. Ich wollte einfach sowas reinpacken. So, dann packt ihr hier ein paar Fichtenstämme rein. Und dann habt ihr hier den Schaltkasten. Und dann könnt ihr hier mit R könnt ihr die Taste produzieren. Steht auch dran. Holz verkaufen. Also ihr verkauft die sozusagen. Und dann geht es ab wie Schmidts Katz. Und am Ende des Tages habt ihr, wenn ihr Glück habt, in eurer Hackschnitzelproduktion Hackschnitzel und könnt die dann hier wieder rausholen. Ich mag solche Spielereien. Ob das jetzt für jeden was ist oder ob jemand sich einen mobilen Häcksler kauft, feel free. Ne? Feel free. Spielt euer Spiel, so wie ihr Bock habt. Gut. Wir haben Fußgänger hier. Natürlich, selbstverständlich. Die gehen mal in die Kirche rein. Laufen hier natürlich das Ort. Ja, wie soll es denn anders sein, Freunde? Da muss ich immer lachen, wenn sie mich fragen bei der Galgenburg. Ja, hier gibt es keinen Gehweg. Und dann müssen die halt hier durchlaufen. Und ich finde, das macht es halt auch ein bisschen lebendiger. Ich mag es nicht, wenn es so tot ist. Ich habe hier keine Möglichkeit, den Verkehr durchzufahren lassen, weil da würde er mich töten, das weiß ich. Aber hier mal ein paar Fußgänger durch, ist doch in Ordnung. So, mein Hof, selbstverständlich. Manure wird überall verbaut, so gut es geht. Aktuell habe ich keinen Mod-Hof, also aktuell sieht es gut aus. Wir haben hier einen kleinen Schrebergarten für euch. Wir haben einen Stall für euch. Güllebunker, Schlafhaus. Wir haben hier drin Käse- und Butterproduktion. Ich habe hier jetzt die Animation nochmal angepasst. Auch hier möchte ich euch einfach ein bisschen mehr ins Gewissen reinreden. Ich weiß nicht, mit den Kommentaren teilweise, boah, da kriege ich Plack. Oh, das ist so unrealistisch. Ja, okay. Natürlich ist es unrealistisch, aber das Spiel allgemein ist unrealistisch. Wie soll ich denn das besser darstellen? Natürlich kann ich das auf einer Spline hierher fahren lassen. Dennoch fährt es immer noch ohne Fahrzeug hierher oder von Hand geschoben. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist grundlegend. Seid doch da nicht so pingelig. Na, habt einfach Spaß. Also, da habt ihr dann das Ballenlager oben drin. Fütterung, ich habe hier noch die Wand drin, mal gucken, ob ich da vielleicht noch zusätzliche Spielereien hier im hinteren Bereich einbaue. Ihr habt hier ein Strohlager, ihr habt hier eine Heutrocknung im Innenbereich. Ihr habt hier eine kleine Werkstatt, die dann erst funktioniert, wenn ihr den Werkstattwagen rausfahrt. Dann könnt ihr nämlich hier euer Fahrzeug bearbeiten. Wir haben hier drin, wie gesagt, die Heutrocknung. Hier kommen dann Hackschnitzel rein. Jetzt pressen wir es gerade irgendwie durch, oder? Ich will halt nicht so lange euch aufhalten. Dann haben wir hier drüben einen Hofladen. Der Hofladen wird so sein, der beginnt... wo habe ich denn die Uhrzeit? Habe ich noch gar nicht weitergemacht. Die wird auf jeden Fall auch Uhrzeit gesteuert werden. Da geht die Tür dann auf. Ab einer gewissen Uhrzeit. Das Licht geht an. Und der Trigger fährt dann hoch. Vorher könnt ihr hier nichts verkaufen. Ich konnte es nicht anders lösen, weil die Idee von euch war ja, komm, vielleicht hier, dass du im hinteren Bereich das Zeug abladen kannst. Aber wenn man den Hof spielt und der Laden zu ist, finde ich, darf man auch nicht reinkommen. Und dann ist, glaube ich, hier die geschickteste Lösung. Zusätzlich kann man hier das Ganze weiterhin nutzen. Zum Beispiel als Getreidetrocknung hier. Kleine Spielerei wieder. Für mich läuft. Das hier wird für mich persönlich ein Fermenter-Silo sein. Das kenne ich so. Ich hoffe, da geht ihr mit mir d'accord. Wie gesagt, hier drin. Eigentlich ist die Mauer nicht drin. Ich bin mal am Überlegen, vielleicht machen wir hier noch irgendwas rein. Mal gucken. Ne? Irgendwie eine Abtrennung. Eine zweite Nuff-Mesh rein, dass wir hier Kälber reinbringen. Und da drüben
Die großen Viechers. Eins nach dem anderen. Wir sind Vollgas dabei, ihr Mounts. Also da geht richtig was. Gut. Wir haben überall Splines, by the way. Überall Helfer-Splines zu jeder Straße, zu jedem Feld. Rein theoretisch solltet ihr ohne Probleme, ich mache es jetzt nicht, weil es ist Vorführeffekt, ohne Probleme eure Fahrzeuge dahin schicken können, wo sie hin sollen. Es ist halt ein Scheinshelfer. Okay. Auch hier einfach die Kurve im Dorf lassen. Hier kommt noch ein kleiner Aussiedlerhof hin. Dann, was haben wir hier? Ihr seht viel, viel Grünland. Wie gesagt, ein paar Unterstände, damit ihr euren Schwader oder so stehen lassen könnt. Das haben wir noch. Dann haben wir hier oben den ersten Hof eigentlich auch soweit ready. Der gehört halt noch dekoriert und so weiter. Unterstand, Silos. Ich weiß gar nicht, ich habe seitdem hier noch gar nicht reingeguckt. Hier vorne kommen dann noch so ein paar Kaufsilos hin. Für Getreide und was weiß ich, was es da alles gibt. Ein kleiner Hühnerstall. Ich lasse den jetzt tatsächlich als Hühnerstall, habe ich mir überlegt, weil wir sonst so wenig Hühner hier am Hof bzw. auf der Karte haben. Dann geht es hinten durch. Und dann sind wir beim Händler. Den Händler habe ich auch noch mal ein bisschen optimiert. Noch mal ein bisschen mehr Platz dem Ganzen verabreicht, damit hier ordentlich die Fahrzeuge spawnen können. Aber auch hier haben wir, na klar, das Thema Öffnungszeiten. Das wird sich hier überall entlang ziehen auf der Karte. Öffnungszeiten, Öffnungszeiten, Öffnungszeiten. Dicker, fetter Spoiler. Sollte dieser Platz voll sein, werden eure Fahrzeuge hier entlang gespawnt. Ja, das ist beabsichtigt. Ja, das ist gewollt. Ich brauche einen Notfallplatz für euch, weil ihr müsst ja immer, keine Ahnung, 20 Fahrzeuge kaufen und statt einfach mal zwischendurch wegzufahren. Rein theoretisch, die Missionsfahrzeuge sollten hinpassen. Wie gesagt, aber wenn nicht, dann kommt sie hier. Hier kommt vielleicht noch ein kleiner Pferdehof hin. Schauen wir mal, was da noch so passiert. Und ich glaube, wir haben soweit alles durch. Guck gerade mal noch kurz drüber. Wir waren ja hier schon beim See. Wir haben hier, auch bis hier ins letzte Eck, habe ich die Helfersplein reingezogen. Ich glaube, dann waren wir fast überall durch. Also es hat sich wieder einiges getan. Wir sind dann klar jetzt an einem Status angekommen, wo nicht mehr optisch so viel passiert. Ne? Es geht halt so in die feinen Details, in die Dekos, vielleicht hier und da so Spielereien. Der einzige dicke, fette Punkt ist noch der Hof hier, Hof Schellenberg. Aber ihr habt euch selber, glaube ich, mal einen Eindruck verschafft. Ich würde mal schätzen, so 80% könnte die Karte fertig sein. Ich würde, sobald dieser Hof belegt ist und so weiter, würde ich ins Let's Test gehen. In dem Sinn, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne so ein bisschen... Wart gesund, Like auf das Video da, Abo le kostet wie immer nix. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video und ciao.